an der vierten Ausfahrt ausfahren. An der nächsten Straße links abbiegen, die Zielstraße erreichen. 50 Blitz. Wir haben uns doch. Hier ist es doch. Hallo zusammen. Camping 50 plus in Vischingen, 85 Kilometer nordwestlich von der Landeshauptstadt Graz in Österreich entfernt. Wir haben uns für diesen Campingplatz entschlossen, weil wir keine kleinen Kinder mehr haben, die mit uns in den Urlaub fahren, und weil wir auch keinen Hund besitzen. Dieser Campingplatz ist speziell für die Generation 50 plus eingerichtet. Eingebettet in das steirische Zirbenland bietet er 15.000 Quadratmeter Stellfläche mit 100 und auch mit 130 Quadratmetern. Zu dieser Fläche gehört auch ein wunderschöner Naturschwimmteich. Da stehe ich gerade. Wunderschön. Und ein eigenes Gasthaus. Eigentümer ist die Familie Bernd Vander. Jedes einzelne Familienmitglied, ausgesprochen freundlich, steht den Campern mit Rat und Tat täglich zur Seite. Und von hier aus lässt sich, wie man so schön sagt, der sanfte Tourismus hier in dieser Gegend wunderbar ausleben. Inmitten des Zirbenlandes, umrahmt von der Bergwelt, liegt das Moortal. Und ich denke, jeder findet für sich das, was ihm besonders gut gefällt. Ob jetzt mit dem Rad zu fahren, die Wege sind sehr schön ausgeschildert und eben, oder doch etwas höher hinauf, über Stock und Stein, zu den Berggipfeln. Es gibt sehr viele Berggipfel mit schönen Gipfelkreuzen, die erobert werden wollen. Man kann auch schwimmen in einer nahegelegenen Therme oder man kann shoppen in Graz, der Landeshauptstadt von der Steiermark, oder wunderbar essen in vielen traditionellen Gaststätten hier. Oder man besucht mal eine schöne Kirche oder ein Museum. Es ist alles verfügbar im Zirbenland. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir machen mal einen gemeinsamen Spaziergang durch das ganze Gelände. Plus Campingpark Visching im steirischen Zirbenland. Hier der schöne Biergarten und die rustikal ausgestattete Veranstaltungslaube mit Grillabenden lässt keine Wünsche offen. WLAN ist auf dem ganzen Platz verfügbar und kostenlos. Stellplätze von 100 und 130 Quadratmetern stehen zur Verfügung. Und jetzt zeige ich euch mal die 130 Quadratmeter Stellplätze. Da hat jeder seine eigene Stromversorgung und sein eigenes Frisch- und Abwasser. Ich zeige euch jetzt mal einen schönen 100 Quadratmeter Stellplatz. Hier sieht man weitere 100 Quadratmeter Stellplätze. Thank you.
3 Stromanschlüsse und 3 Antennenanschlüsse. 2x Frischwasser und 2x Abwasser. Kieswege lassen die Feuchtigkeit schnell versickern und wenn es doch mal heftig geregnet hat, erfreuen sich die heimischen Vögel und nehmen erstmal ein wohltuendes Bad. Die Sanitäranlagen sind vorbildlich und sauber. Jeden Tag ist Maria voll im Einsatz, sodass man sich immer wohlfühlt. Danke, Maria! Nur die Anzahl der 4 Duschen mit abschließbaren Waschkabinen ist meiner Meinung nach etwas zu wenig. Ebenso die 4 Plätze im Abwaschraum, die jetzt sogar auf 2 wegen der Pandemie reduziert werden mussten, erscheinen mir etwas zu wenig. Aber sie sind immer in einem top sauberen Zustand. Der Müllplatz ist vorbildlich und sehr sauber. Ja, sogar ein Kräutergarten steht den Campern zur Verfügung. Projekt Spielberg, Leihfahrräder stehen jederzeit bereit. Hier gibt es ein ausgebautes, abwechslungsreiches und gut beschildertes Rad- und Mountainbike-Netz, das auch mit dem Mur- und Lavantal-Radweg verbunden ist. Wir waren auch aber mit unseren eigenen Rädern am weltbekannten Red Bull Ring in Spielberg und an einem schönen Wipfelwanderweg in Rachau. Die Filme dazu könnt ihr auch bei mir hier im Kanal sehen. 5 Campingbungalows, ausgestattet mit viel Holz, stehen ebenfalls auf dem Gelände zum Mieten zur Verfügung. Brot und Brötchen könnt ihr am Abend an der Rezeption bestellen. Es gibt keinen Shop auf dem Gelände. Und wenn ihr mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil technisch oder ersatzteilmäßig mal Probleme habt, die Betreiber nennen euch eine Telefonnummer und am gleichen oder am nächsten Tag steht ein Monteur an eurem Platz und bringt fast alles im Handumdrehen und zu einem moderaten Preis wieder in Ordnung. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Harry Ramberger. Das eigene Hotel des Campingparks. Die 6 Appartements mit ihrer Ausstattung, Größe und Sauberkeit vermitteln Gemütlichkeit und Wohnkomfort. Die Balkons mit dem Blick in die Berge wiederum vermitteln Freiheit. Das Highlight des Campingparkes ist der wunderschöne Naturschwimmteich mit kleiner Parkanlage zum Relaxen. Hier ist man im Einklang mit der Natur. Am Abend ist es besonders schön, etwas Zeit des wohlverdienten Urlaubes hier zu verbringen. Mit diesen Bildern der untergehenden Sonne, die den Teich und die Blumen in ein rot-gelbes Licht taucht, möchte ich mich mit der Vorstellung des Campingparkes 50+ in der Steiermark verabschieden. Ich kann den Platz guten Gewissens für Ruhesuchende, Wanderbegeisternde, Sportliche und Genießer jenseits der 50 weiterempfehlen. Wenn euch der Film gefallen hat, Daumen, Glocke und Abo, wenn ihr noch nicht habt.